Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom Bilby-Team und ich zeige euch in diesem Video, wie man mit Bilby-Storno Rechnung erstellen und Mahnungen versenden kann. Auch wenn Bilby kein klassisches Buchhaltungstool ist, kannst du diese Dinge trotzdem abbilden. Bei den Storno-Rechnungen gibt es zwei verschiedene Fälle, die wir unterscheiden müssen. Entweder kann eine Bestellung storniert werden, bevor überhaupt eine Rechnung erzeugt wurde, oder eine Bestellung wird storniert, wenn bereits eine Rechnung für die Bestellung erstellt wurde. Die einfachere Variante ist die, wenn die Bestellung storniert wird, bevor eine Rechnung geschrieben wurde. Wenn du noch keine Rechnung erstellt hast, dann musst du auch keine Storno-Rechnung erzeugen. Hier reicht es dann, wenn du den Status der stornierten Bestellung auf storniert setzt. Dafür gehst du in deiner Bestellübersicht auf die Bestellung, die storniert werden soll, und klickst in der Spalte Status auf das Stiftsymbol zum Bearbeiten. Scroll jetzt runter, bis du storniert findest, und wähle das aus. Auch der Lagerbestand wird wieder angepasst. Wenn du jetzt für eine Bestellung schon eine Rechnung erstellt hast, dann reicht es nicht, wenn du einfach nur den Status auf storniert setzt. Damit deine Buchhaltung auch stimmt, musst du die vorher erzeugte Rechnung auch wieder stornieren, wenn die Bestellung storniert wird. Markiere die Bestellung in der Bestellübersicht, die du stornieren möchtest. Jetzt klickst du oben auf den Button Mehr und wählst Storno aus. Dann öffnet sich die gewählte Bestellung mit der Übersicht der Bestellposition. Wie du hier jetzt sehen kannst, steht in jedem Artikeltext Storno für und die Preise sind mit einem Minusbetrag versehen. So wie die Übersicht jetzt aufgebaut ist, würdest du die komplette Rechnung der Bestellung stornieren. Möchtest du nur einen Teilstorno machen, dann kannst du die Positionen, die nicht storniert werden sollen, einfach rauslöschen, damit am Ende nur die Positionen dastehen, die auch wirklich storniert werden sollen. Hier unten findest du jetzt noch die Checkbox Lagerbestand anpassen. Damit kannst du festlegen, ob der Lagerbestand der Artikel beim Erzeugen der Storno-Rechnung angepasst werden soll. Die Artikel haben alle hier einen Minusbestand, was bedeutet, dass der Lagerbestand der Artikel dann beim Erzeugen der Storno-Rechnung wieder um 1 erhöht wird. Wenn du jetzt auf Speichern und Rechnung erzeugen klickst, dann wird die Storno-Rechnung erzeugt. Wenn du die Storno-Rechnung erstellt hast, dann musst du noch den Status der Bestellung manuell anpassen, weil der Status der Bestellung weiterhin als bestellt steht. In der Bestellübersicht kannst du die stornierten Bestellungen anhand eines negativen Betrages erkennen, sofern die Bestellung komplett storniert wurde, und auch an dem Zusatz GS für Gutschrift. Als neuen Status kannst du jetzt nicht storniert setzen, weil das würde die Stornierung quasi wieder stornieren. Ein Status, den du stattdessen setzen könntest, wäre zum Beispiel bestätigt oder abgeschlossen. Du hast bei Bilby nicht direkt die Möglichkeit, eine Mahnung für einen Kunden als Dokument zu erzeugen, so wie du es für die Rechnungsstellung kennst. Was du aber machen kannst, ist, dass du deine Mahnung als E-Mail-Text automatisiert versenden kannst. Dafür musst du zuerst einen Benachrichtigungstext konfigurieren. Gehe dafür in deine Einstellung und dann in den Menüpunkt Automatisierung. Dann wechselst du in den Reiter E-Mail-Vorlagen. Über den Button Neu kannst du einen neuen Benachrichtigungstext für deine Mahnung einstellen. Ein Beispieltext mit Platzhaltern haben wir hier schon eingefügt. Wenn du genau diesen Text kopieren möchtest, findest du ihn in unserer Hilfedatenbank im Artikel zu den Mahnungen. Wenn du den Benachrichtigungstext jetzt angelegt hast, dann musst du noch eine Regel anlegen, die den Text versendet, sobald die Bestellung den Status erste Mahnung hat. Genau so kannst du natürlich auch für die zweite Mahnung dann vorgehen. Du wechselst jetzt von den E-Mail-Vorlagen in den Reiter Regeln. Mit dem Button Neu kannst du dann eine neue Regel anlegen. Der Auslöser der Regel soll sein, wenn der Status der Bestellung auf erste Mahnung geändert wird. Bedingungen haben wir hier jetzt nicht eingegeben. Das kannst du aber natürlich machen, wenn du zum Beispiel einschränken möchtest, dass nur bei Bestellungen aus einem bestimmten Shop die Mahnung versendet wird. Als Aktion wählst du dann noch Nachricht an den Käufer senden aus und wählst den Benachrichtigungstext aus, den du vorher angelegt hast. Mit einem Klick auf Speichern ist deine Regel dann einsatzbereit. Für die zweite Mahnung gehst du genauso vor. Du wählst nur beim Auslöser den Status zweite Mahnung. Jetzt gehe ich noch auf eine Frage ein, die uns im Support häufiger erreicht. Grundsätzlich werden Storno-Rechnungen mit dem Layout erzeugt, das auch für die normalen Rechnungen ausgewählt ist, wenn kein gesondertes Layout für Storno-Rechnungen angelegt und zugewiesen ist. Layouts kannst du in deinen Einstellungen unter dem Menüpunkt Auftragsdokumente anlegen. Klickst du da auf Neu, kannst du dann hier Storno-Rechnung auswählen. Für das Anpassen von den Layouts der Auftragsdokumente haben wir auch schon ein Video hochgeladen, wenn du dir das nochmal genauer anschauen möchtest.
Jetzt kannst du noch einer Shop-Verbindung ein Layout für die Storno-Rechnungen zuweisen. Das bedeutet, immer dann, wenn eine Storno-Rechnung für eine Bestellung erzeugt wird, die über diesen Shop eingelesen wurde, dann wird das zugeordnete Layout für die Storno-Rechnung genutzt. Eine Shop-Verbindung kannst du in deinen Einstellungen und dann im Menüpunkt Kanäle bearbeiten, indem du auf das Stiftsymbol klickst. Wenn du jetzt auf den Reiter Layouts und Nummernkreise klickst, kannst du auf der rechten Seite Layouts zuweisen. Bei Layout Storno-Rechnung kannst du dann das von dir angelegte Layout für Storno-Rechnung hinterlegen. Alternativ kannst du das Layout auch direkt in der Bestellung auswählen. Wenn du auf das Stiftsymbol der entsprechenden Bestellung klickst, um die Bestellung zu bearbeiten, dann kannst du im Reiter Nummern und Layouts Layouts für diese Bestellung festlegen. Wählst du dann im Feld Layout Storno-Rechnung dein angelegtes Layout aus, dann wird dieses Layout für diese Storno-Rechnung verwendet. Hast du noch Fragen zu den Themen Storno-Rechnung und Mahnung, dann melde dich gerne bei uns. Lass uns einen Kommentar da oder schau auf unserer Hilfeseite vorbei. Bis zum nächsten Mal.